Kürzlich wurde bekannt, dass Stefan Meross aufgrund einer Prügelei vorbestraft ist. Es schien, als hätte dieser Vorfall keine Auswirkungen auf seinen Job bei Immer wieder sonntags. Doch stimmt das auch? Stefan Meross, trotz Anzeige, er wird die kommende Immer wieder sonntags Staffel moderieren. Diese Nachricht kam überraschend. In den vergangenen Monaten hat Stefan Meross, 47, mit seinem komplizierten Liebesleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem Eheaus mit Anna-Karina Wojcik, 30, im November 2022 machte er Anfang März 2023 nämlich seine Beziehung zu dessen ehemals besten Freundin Eva Luginger, 35, öffentlich. Ganz schön viel los. In den letzten Tagen machte der Schlagerstar jedoch Schlagzeilen der ganz anderen Art, denn wie die Bild berichtete, ist er vorbestraft, nachdem es im Mai 2022 zu Handgreiflichkeiten mit einem anderen Hotelgast im Leipziger Penta Hotel kam, als jener ihn als Schlagerfuzzi und Playback-Künstler beschimpft hatte. Die Strafanzeige ließ daraufhin nicht lange auf sich warten. Für Meross heute ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit, wie er gegenüber dem Medium verriet, mir sind einfach die Pferde durchgegangen. Darauf bin ich nicht stolz. Viele Fans waren von diesem Vorfall schockiert. Die Frage kam auf, wie es danach nun für den 47-Jährigen weitergeht. Immerhin vertritt der SWR und seine bei dem Sender produzierte Sendung Immer wieder sonntags ganz andere Werte. Erst einmal muss Stefan wohl nicht um den Job bangen, denn der SWR bestätigte gegenüber RTL, Stefan Meross wird vom 7. Mai 2023 an die diesjährige Staffel von Immer wieder sonntags moderieren. Stefan Meross. Ganz abgehakt ist die Sache wohl noch nicht. 2023 wird Stefan Meross also wieder spannende Gäste bei Immer wieder sonntags begrüßen. Eine große Umbesetzung wäre mittlerweile auch fatal für den Sender, schließlich geht es ja auch bereits Anfang Mai los. Die Frage ist nur, wie geht es danach weiter? Wie eine SWR-Sprecherin nämlich nun gegenüber der Bild verriet, ist das Thema rund um die Vorbestrafung von Meross noch längst nicht abgehakt. Wir sind mit Stefan Meross im Gespräch mit dem Ziel, den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufzuklären. True.